Hier muss er irgendwo sein. Also wer in Deutschland Seeadler sucht, der hat hier eigentlich die beste Gelegenheit, in der Feldberger Seenlandschaft. Viel Wasser, viel Wald, wenig Menschen. Herzlich willkommen zum Hanseblick. Wir wollen Ihnen Menschen vorstellen, die in der Natur leben, mit der Natur. Denn hier in dieser Ecke von Deutschland gibt es ja wenig Menschen, dafür ein großes Potenzial. Und das gilt es zu nutzen. Das ist zum Beispiel Fred Bollmann neben mir, einer von denen, die mit und in der Natur leben. Und er will uns hoffentlich heute den Seeadler zeigen. Wie groß ist die Chance, Fred? 99,9%. 99,9%, das ist ein Versprechen, auch an Sie. Feldberg liegt im Südosten von Mecklenburg-Vorpommern. Eine Stunde braucht man von Berlin mit dem Auto hierher. Die vielen Seen sind in der letzten Eiszeit entstanden, so wie der breite Luzin. Das vielbeschworene Adlerauge, das sieht viele hundert Meter weit, dass da irgendwo ein Fisch zappelt, ja? Ja, also das kannst du laut sagen. Manchmal fahre ich ja nicht am Zollhaus los, sondern vom Feldberger Haus. Das ist dort drüben am anderen Ende des Sees. Und wenn ich dann dort stehe mit dem Fernglas und ich schaue rüber zur Halbinsel, wo ich das Nest ist, hier Eingang Lüttensee, das ist hier noch so ein Ausläufer, dann sehe ich die dort auf der Fichte, auf den Fichtenspitzen sitzen. Und wenn ich dann dort Fische schmeiße, guck mal, ich habe hier eine bunte Palette, Karausche, Blei, sowas schmeiße ich, keine Reaktion, schmeiße ich so einen dünnen Aal, ne, dann fliegen die los und holen ihn, weil das... Die erkennen eher, auf die Kilometer, dass du das keine Karausche... Das sind fast 3000 Meter. Da sieht er, was ich in der Hand halte. Das ist ein Adlerauge. Wahnsinn. Ja, ja. Oh, ja. Landung in der Kiefer. Ob der dich schon erkannt hat, Fred, du? Na, oder weißt, Fred ist da? Ja. Catering Service. Du denkst immer an deine Fotografen, ne? Absolut, ja. Wir haben hier ein paar an Bord. Genau. Die Kollegen mit den richtig langen, dicken Objektiven, die kriegen quasi den Seeadler auf dem Silbertablett serviert von dir, ne? Ja, so ist es. Und der junge Mann, der da hinten sitzt, der Hermann Hirsch, das war mal mein Praktikant, der hat den Seeadler, das Seeadlermännchen hier mal erwischt und hat ein Bild gekriegt und damit wurde er Wildlife Photograph of the Year. Ersten Platz, also ist die höchste Auszeichnung, die man kriegen kann als Fotograf. Alles klar? Na komm! Na komm! Die Möwen warten schon wie die Geier. Und wenn ich jetzt diesen Aal schmeiße, bin ich den los. Das geht jetzt nicht. Ich versuch's nochmal. Der alte Seeadler, Alfred I. übrigens, ne, das alte Männchen, der ist ja vor 6 Jahren vom Thron gestoßen worden. Wenn ich da gerufen habe, hol dir den Aal, nur Aal gerufen habe, ist der sofort losgeflogen. Wenn ich dann einen anderen Fisch geworfen habe, ist er rübergeflogen, eine Runde gedreht, hat gemerkt, ist kein Aal, ist wieder abgehauen. Na komm! Na komm! Sind die Seeadler solche Feinschmecker, dass die nur auf Aal gehen? Na, hier hat sich das jetzt über die Jahre so herauskristallisiert. Du hast sie verwöhnt? Das ist wohl wahr, ja. Das ist wohl wahr. Achtung! Erste Übung, Möwen ablenken. Komm, gib mir auch mal einen, Fred. Genau. Guter Wurf. 15 Meter. Komm, hier, noch ein Versuch. Du schaffst die 20-Meter-Marke heute. Komm, geh mal weg da. Du musst auch nicht ausholen. Ja, ja, na klar. Nicht, dass ich noch vom Sog erfasst werde und mitfliege. Was noch ein? Weil es so schön war? Weil es so schön war. Pass auf, jetzt im Flug, richtig hoch, vor allem hier richtig hoch. Ja. So, wir machen jetzt einen für dich richtig vor der Sonne. Pass mal auf. Na komm! Ja! Oh. Wahnsinn! Wow! Der hat ihn in den Fingen. Hast du gut gemacht, Fred. Da musst du dich beim Seeadler bedanken. Das ist übrigens Alfred, der Zweite. Der hat noch einen Beinamen, der heißt der Faule. Der hat ihn natürlich nur nicht gezeigt. Und ist reingeflogen in den Wald, schluckt ihn jetzt im Ganzen runter. Und dann
da ich hier einen sehr kleinen Aal geschmissen habe, hoffe ich, dass er noch mal vorbeikommt und sich noch einen zweiten holt. Aha. Aber das hat heute alles gepasst, auch vom Licht her. Also denke ich mal. Was sagt ihr dazu, Jungs? Super. Hundertprozentig. Ich bin auf die Fotos gespannt. Ist das hier überhaupt ein Aalgewässer? Die Seen sind ja alle voll mit Aal. Ja. Aber natürlich kommt der Aal eigentlich erst wieder am Kruselinsee vor, weil dieser See hat eine Verbindung zum Meer. Mhm. Aber hier hat man ja schon vor über 100 Jahren angefangen, Aale einzusetzen. Na komm, einmal noch! Hammer. So muss das sein. Oh. Tja. Stark. Das ist die Belohnung, wenn man früh morgens aufsteht und rechtzeitig rausfährt. Der frühe Vogel fängt den Aal. Genau. Sehr gut. 9 Seeadlerpaare leben hier. Hermann Hirsch aus Dortmund war Tischler, ehe er nach einem Praktikum bei Fred Bollmann zum preisgekrönten Tierfotografen wurde. Ich habe ihn ja vorhin auch gefragt, das ist ja so ein bisschen Fake dabei. Ne? Was hast du als Naturfotograf? Ist das okay, wenn man auf diese Weise seine Fotos und seine Trophäen bekommt? Ja, also ich meine, es ist ja nicht ausschließlich so, das, was wir machen. Aber wenn man jetzt einen Seeadler haben möchte, der möglichst nah kommt und am besten noch, der irgendwas aus dem Wasser reißt, dann hast du keine andere Chance. Es geht nicht. Also so viel Glück kannst du gar nicht haben. Mhm. Wenn dann ein einziges Mal und das dann alles stimmt, das kann man jetzt auch nicht... Davon kann man auch nicht ausgehen. Und ich finde, das ist vertretbar. Also man tut dem Vogel damit jetzt auch irgendwie nichts Schlechtes. Mhm. Man füttert ihn noch ein bisschen mehr durch. Und wenn sowohl die Natur als auch die Naturfotografen da was von haben, dann finde ich, ist das immer okay. Man darf jetzt nur natürlich nicht hergehen, die Fotos machen und so tun, als hätte man sie in irgendeinem norwegischen Fjord zufällig aufgenommen. Auf Lichteffekte und Wischtechnik im Foto hat er sich spezialisiert und gewinnt damit Preise. Auf dem Hof von Fred Bollmann, die Hotels für Stare. Seit 20 Jahren hat er seine Ein-Mann-Firma für Naturbeobachtungen. Seine ehrenamtliche Naturschutzarbeit schon zu DDR-Zeiten hatte ihn in Expertenkreisen bekannt gemacht. Später bei der Vogelwarte auf der Insel Hiddensee und natürlich in der Fotografenzunft. Die Feldberger Seen gelten als Kinderstube für die Seeadler. Sind sie erwachsen, suchen sie sich Reviere in Westeuropa. Vögel werden bei mir fotografiert. Anhand des Ringes kann man sie identifizieren. Die Daten liefere ich immer nach Hiddensee. Die freuen sich. Die können das ja dann da alles notieren. Und dann kriege ich auch Feedback. Und dann sagen die, dieser Vogel hat einen Tag vorher am Peenemünder Haken auf einer Buhne gesessen. Da kann man mal sehen. Da wurde er auch fotografiert und dann fliegt er 100 Kilometer ins Binnenland und frisst auch mal wieder hier in Feldberg. Und dann fliegt er wieder hoch zur Küste. Ist also kein Hit für so einen Vogel, da mal hinzusegeln. Das ist dann wiederum interessant. Was ihn ärgert, sind Jäger, die mit Blei schießen. Das erlegte Wild wird ja im Wald aufgebrochen. Eigentlich müssen die Innereien dort vergraben werden, was nicht immer geschieht. Adler fressen dann die bleiverseuchten Reste und sterben. Und man schießt mit bleifreier Munition genauso ein Tier tot, ne, als mit bleihaltiger Munition. Das muss es denen doch wert sein, finde ich. Sondern gar nicht diskutieren. Naja, aber es passiert eben nicht hier bei uns im Land. Es müssen noch mehr Seeadler sterben. Viele Jäger sind bereits freiwillig auf bleifreie Munition umgestiegen. Die Unterwasserwelt des schmalen Luzin lockt Taucher aus ganz Europa hierher. Im Tauchcenter Feldberg sind sie auf Kaltwassertauchen spezialisiert. Die Feldberger Eiszeitseen sind 30, 40 Meter tief. Mit dem Elektroboot steuern Sven und Tanja Heinrich ihren Lieblingsplatz an. Perfekte Bedingungen haben wir. Sonne. Sichtweite, was denkst du heute? Mindestens 8 Meter. 8 Meter? Ja, hervorragend. Das ist für deutsche Gewässer eigentlich eine absolute Ausnahme, ne? Ja, auf jeden Fall. Also gerade im Herbst ist der Schmalluzin am schönsten mit der Sicht. Und
wir haben noch richtig viel, also das ganze Spektrum ist noch da. Also wir haben viel Fisch, wir haben noch viele Pflanzen und hoffentlich ganz viele spannende Sachen, die ich dir gleich noch unter Wasser zeigen kann. Aber es ist kalt, ne? Wir brauchen richtig dicke genau. Klamotten, ne? Ja. Monstrum. Neben ihren geführten Tauchtouren beteiligt sich Tanja Heinrich an Naturschutzprojekten in den Seen im Feldberger Naturpark. Und manchmal begleiten Biologen wie Sascha Bronkhorst die Tauchgänge. Sascha, du bist unser dritter Mann im Bunde, oder unser dritter im Bunde, und führst die Kamera nachher unten. Du bist Naturtaucher, Naturschutztaucher. Und deswegen ist es auch für mich heute sehr spannend, nicht nur, dass ich euch filmen darf, sondern auch die Pflanzenwelt unter Wasser. Naja, ansonsten sagt man, ne, Trockentauchen ist die teuerste Art, nass zu tauchen. Ja. Bei 11 Grad Wassertemperatur ist gute Ausrüstung Pflicht. Und die Begleitung durch Tanja gibt zusätzlich Sicherheit. Okay, du hast es mit dem Blick, siehst du ja. Ja, ich bin direkt neben dir. Gut. Okay. 15 Jahre Erfahrung hat Tanja als Tauchlehrerin. Einmal Maske sauber machen. Bis später. Und dann dieses, was du gesagt hast, das ganz leuchtend. So algenähnlich, so dieses Grüne, was genau. So mit den Armen nach oben stand, ne? Ja. Genau, das sind diese Süßwasserschwimmer. Ach so, und diese kleinen runden Dinger, die an den Ästen dran sind, was ist das? Moostierchen, meinst du die? Die so ein bisschen aussehen wie Weinkätzchen? Ja, sowas. Ja. Und ansonsten hast du die ja schon sehr schön mit Muscheln bewachsen, die ganzen Bäume. Okay, hat dich als Biologen natürlich wahnsinnig fasziniert, aber mich hat vor allen Dingen halt diese Hechte beeindruckt. Die stehen da so in diesen umgefallenen Bäumen und rühren sich gar nicht. Die lassen sich gar nicht stören, ne? Also, die lassen dich auch ganz dicht ran. Ja. Normalerweise geht man ja davon aus, dass die Taucher, gibt es aber dieses Mysterium, dass die Taucher die Fische verscheuchen. Ist ja aber gar nicht so. Ne, die sind ja eher neugierig und gucken, was du da machst. Jetzt gibt's Mittag. Mittag? Ja. Tauchen macht hungrig. So, genau. Leute, was gibt es Schöneres? Aus dem kalten Wasser kommen und dann hier so ein Eintopf. Lecker. In diesem Jahr sind ja auch viele Taucher gekommen, die sonst Rotes Meer oder Karibik oder wo sie sonst im warmen Wasser getaucht sind. Und was sagen Sie? Denen hat es auch tierisch gut gefallen. Also wir hatten ja auch im Sommer richtig schöne Sichtweiten und richtig tolles Wetter, also so für so einen deutschen Sommer. Ich meine, die haben dann auch schon gleich einen der besten Kaltwasser-Tauchspots erwischt hier bei euch, ne? Ja, also der Schmale Luzin ist wirklich schon eine Perle. Viele haben gesagt, dass sie gar nicht vermutet hätten, dass das hier
so schön sein kann, auch in Deutschland hier tauchen zu gehen. Ja. Also für viele war das wirklich auch das erste Mal, dass sie in Deutschland tauchen waren, so Kaltwassererfahrungen gemacht haben und gesagt haben, sie kommen auf jeden Fall wieder. Das habt ihr schön hier. Und auf fast allen Seen rund um Feldberg fahren die Boote geräuschlos mit Elektroantrieb. Arbeitseinsatz mit Fred Bollmann am Ortsrand von Feldberg, der Hechtsee. Die Bewohner im obersten Stockwerk machen gerade Sommerurlaub, wahrscheinlich in Ghana, jedenfalls irgendwo in Afrika, meint der Ranger. Die Fischadler sind hier selten, sehr wählerisch und scheu. Da müssen alle Arbeiten an Fred Bollmanns Fotoversteck außerhalb der Brutsaison erledigt werden. So, sag mal ganz genau, was du jetzt vorhast. Wenn du mal jetzt hier oben schaust, das ist ja sozusagen das alte Versteck. Ja, wir verbreitern das Ganze jetzt um etwa einen halben, dreiviertel Meter und verbinden dann ein paar Stämme miteinander, so wie das da oben auch schon passiert ist. Okay. Und dafür brauchen wir diese langen. Ein Fotoversteck für den Blick auf den Fischadlerhorst. Übrigens, Fred Bollmann ist auch Naturschutzausbilder und bietet Praktika für junge Leute an. Na, es hat doch wunderbar geklappt. Du willst die Aussichtsplattform vergrößern. Hast du denn auch mehr Zuspruch? Nimmt das zu, dass die Leute sich mehr für die Natur interessieren und Tierbeobachtung und dergleichen? Ja, genau. Das ist der Grund, warum ich das hier vergrößere. Weil das ist auch erstmalig, dass ich Fischadler am Nest fotografieren kann. Dieses Nest hier drüben, das habe ich vor 8 Jahren gebaut. Und in diesem Jahr war es erstmals besetzt. Wir haben den Baum aufgestellt, das Nest drauf gemacht und parallel dazu gleich diese Fotoplattform geschaffen, damit ich gleich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Also so entstehen gute Fotos und natürlich auch Tierfilme. Und damit die sicher stehen können oder sitzen können, muss ich ja irgendwo eine Plattform machen. Und das sind jetzt hier 28 Meter. Das ist eine Entfernung, wo man sehr gute Bilder machen kann und wo der Vogel auch auf Distanz bleibt. Und den Vogel, den stört das nicht. Wenn der jetzt so empfindlich wäre, würde ich hier überhaupt nichts machen. Der hat dieses Jahr hier 3 Junge großgezogen, trotzdem hier fotografiert wurde. Also hat alles wunderbar geklappt. Der Beruf hat dich gefunden, ne? So, genau. Könnte man das sagen. Ja, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Natürlich nehme ich Geld dafür, ist ganz klar. Ich muss ja von irgendwas leben. Aber im Vordergrund stehen jetzt hier diese Vögel. Und wenn so einer jetzt in so einem Nest brütet, was will man denn mehr? Das ist dann die Belohnung für 8 Jahre warten. Und alles ist wieder gut. Wenn der Fischadler dieser Tage wieder in Feldberg einfliegt, will der Naturführer ihn mit seinen Köderfischen begrüßen. Ob am Hechtsee oder hier am Haussee, Fred Bollmann freut sich auf die Tiere und auf seine naturbegeisterte Kundschaft. Ach, Fred, ich weiß gar nicht, was wir alles gesehen haben in den letzten Tagen und alles so nah dran. Es ist für einen Städter ist es hier das Paradies, für dich ist es Alltag. Für mich ist es erstmal meine Heimat und das weiß ich schon zu schätzen, wie schön das hier ist. Und das müssen wir uns auch bewahren. Das ist ein Geheimtipp hier. Hier gibt es eben all die schönen Dinge noch, die es anderswo längst nicht mehr gibt. Das ist ganz was Besonderes. Und wenn Sie das nicht weiter sagen, dann können Sie auch mal vorbeikommen. Das war der Hanselbeck. Tschüss. Oh, schon ein bisschen in den Augen, ne? Aber warm.